Und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, zu einem weiteren spontanen Display auf den Holy Diver 231 Kanal. 10 muss ich noch lernen, habt ihr ja gemerkt. Und ich habe für euch ein nächstes Meisterwerk rausgesucht, nämlich der Suicide auf Rachel Foster. Man kann es also mit den Spielen, die ich da schon gespielt habe, so vergleichen mit... Ja, der Vanishing auf Ethan Carter, mit Traugen, Blackwood Crossing und so weiter. Und so ähnliches Spiel ist dieses auch hier. Und es handelt sich um ein Blind Let's Play. Wie es schon mal gesagt zu lesen ist, wenn man irgendwelche Probleme hat, die so ähnlich sind, was jetzt im Spiel vorkommt, sollte man es nicht spielen. Ich empfehle auch an die Leute, die solche Probleme haben oder bei denen sowas passiert ist, wenn es zu sehr an die Nieren geht, bitte abzuschalten. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in ein Let's Play sage. Weil der Suicide, ich kann es ja mal übersetzen, wer Englisch kann, weiß es, aber wer kein Englisch kann, heißt es, heißt einfach auf gut Deutsch, der Selbstmord von Rachel Foster. Und ich habe jetzt schon alles eingestellt. Ich habe auch die Gamma etwas höher gestellt. Das müsstet ihr jetzt eigentlich schon mitbekommen. Ich zeige es euch mal hier bei den... Es gibt nicht sehr viele Einstellungen, das zeige ich euch mal. Es gibt hier Audio, Dialog. Musik mache ich jetzt ein bisschen... leiser, dass man die Stimme ein bisschen besser hört. Und ihr seht hier, Helligkeit habe ich hier. Habe ich jetzt hier auf 100%. Höher geht's nicht. Natürlich gibt es in Englisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Russisch. Und Chinesisch vereinfacht und traditionell. Die Steuerung müsste eigentlich relativ einfach sein. Und ich würde mal sagen, genug geredet, wir fangen einfach an. Und bevor ich anfange, ich muss euch das sagen, eigentlich wollte ich jetzt schon ins Bett gehen, weil es ist gerade 14:15 in der Früh. Aber ich war so scharf auf das Spiel, ich will das unbedingt jetzt schon anfangen mit euch. Und ja, seid gespannt, was so passiert. Neues Spiel. Die Geschichte, von der nun erfahren wir, steht von ihren Details. Eine sorgfältige Beobachtungsgabe... Ja, den Text kann ich mal lesen. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Okay, die lassen uns nicht so einfach durch. Ja, komm. Lass mich durch. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie... das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Aber du sollst dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt. Als du in der ersten Nacht geweint hast, in mein Zimmer, das dir fremd war, und als du sehen, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht,
War ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe von dem Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück. Nicole, ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Zieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaub mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Okay. Also die Kopfbewegung konnte man nicht einstellen, leider. Okay, wir haben eindeutig hier Motion Blur drin. Aber trotzdem nochmal herzlich willkommen zu Let's Play The Suicide of Rachel Foster. Und ja...
damit das schon mal geklärt ist, es wird hier in diesem Let's Play keine Webcam geben. Weil der Fokus soll auf das Spiel gerichtet sein, nicht auf mich. Und wir sind jetzt hier in der Tiefgarage unseres eigenen Hotels. Also die Steuerung ist halt einfach WSAD. Kopfbewegung ist mit der Maus und interagieren ist wahrscheinlich linke Maustaste. Und da scheint hier ein ganz schön starker Sturm zu sein. Also interagieren kann ich leider noch gar nichts. Wie gesagt, es ist wie... Also nur ganz krasses Beispiel wie... Traugen oder... Wie Blackwood Crossing so ähnlich. Oder What's Remain of Edith Finch. East 1920, Timberline. Jetzt ist nur die Frage, wahrscheinlich da, wo die Tür offen ist, soll ich da hingehen. Ich schau mal, ob ich hier reingehen kann. Locker Room. Okay, da können wir sowieso nicht rein. Und die Kopfbewegung ist ein bisschen schwammig. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Mausempfindlichkeit hätte noch irgendwie einstellen hätten können. Ah, wo man interagieren kann... ist der Kreis größer, okay. Okay. Also ich merke jetzt schon, dass wir sehr viel mit Erkunden hier auch beschäftigt sein werden. Also hier kann ich jetzt nicht rein. Und das Telefon klingelt schon. Kann ich rennen? Ja, ich kann ein bisschen rennen. Das ist schon mal gut. Ist das Telefon hier drin? Und das ist hier draußen. Das ist ein Museum. Dann schauen wir uns gleich mal an. Wie geht es mal an das Telefon? Weil sonst geht es uns die ganze Zeit auf die Nerven. Ernsthaft, hat jemand den... Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Waren das alle? Yeah, Nicole, it's Jenkins the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Okay, wir sind uns der Schlüssel. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Bist aber ein bisschen hart zu den Typen, finde ich. Wir haben auch eine Karte. Da werden wir uns wieso alle anschauen. Checkliste. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel im Master Suite gelassen hat. Wo ist denn hier die Master Suite? Suite.
Wir haben ja schon finden, Freunde. Ich denke mal, das Ding hat mehrere Etagen. Ah, die Master Suite ist in der nächsten Etage. Okay. Wir werden uns das jetzt aber trotzdem hier mal ein bisschen mal umschauen. Weil ihr kennt mich ja bei solchen Spielen, schaue ich mich ein bisschen um. Neverwork. Das andere kann ich nicht lesen. Ich gehe halt sehr gerne ins Detail rein. Be your one boss. Du bist dein eigener Boss. Okay. Also so Motivation, solche Bücher anscheinend. Blue Screen of Death, get it on from your house yourself. Okay, man hört, mein Englisch ist echt not von the yellow from the egg. The Power of Carnival. Okay, interessante Bücher auf jeden Fall. Wir sollen ja einen Rundgang machen. Wir sollen ja... Wieso, ganz ehrlich, wenn ich einen Rundgang machen will, wieso sind hier die Türen zu? Also mal ganz ehrlich. Oh, leck, ist das alter PC. Oh, leck mit Floppy Disk. Uhuhu. Creative of Excellence. A present to Claire Wilson. Okay, irgendwelche Auszeichnungen. Alter, ist das eine komische Maus. So haben die PC-Mäuse früher ausgeschaut, Freunde. Food Drink. Schade, dass man es nicht lesen kann. Aber es scheint schon ziemlich teuer gewesen zu sein. Okay. Ich wollte nochmal in dieses Bergsteigermuseum. Keine Kommentare. Kletterstiefel. Krampus. Tempelline. Diorama. Okay, und das ist wahrscheinlich hier da das Hotel. Wenn man den Punkt von mir sehen kann hier. Da ist das Hotel. Da sind wir gerade. Nicht schlecht. Schneeschuhe, ganz alte. Das sind Heringe. Eispickel, okay, Eispickel. Kletterseil. Was? Indisch Schneeschuhe. Ja, leider ist das meiste auf Englisch hier. Ich wünschte, es würde so übersetzt werden wie bei Bioshock, wenn man drauf guckt. Dass es da einen quasi übersetzt wird. Ich hasse diesen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Motion Blur hasse. Richtig widerlich, aber man kann es halt nicht ausstellen bei den. Bei den Spielern. Gehen wir halt mal nach oben. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange ich die Folgen machen soll, Freunde. Entweder 20 Minuten oder ich gehe mal rauf auf 25 Minuten. Wir sollen ja in die nächste Etage gehen. Da hat ja der Mr. Wie hieß der nochmal? Der Mr. Jenkins hat er ja da in der Master Suite den Schlüssel gelassen. Okay, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich meine, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr von einem Onkel oder von der Tante ein Hotel vererbt kriegen würdet? Es geht ja darum, dass wir dieses uns jetzt anschauen, unser Hotel, und dann es verkaufen an den Meistbietenden und das Geld, was wir bekommen, den größten Teil der Familie geben, wo sich das Mädel, die liebe Rachel, umgebracht hat. Okay, da hinten ist ein Fenster offen. Bei einem Blizzard, seit wann gewittert es bei einem Blizzard? Also, nicht, dass ich jetzt so oft einen Blizzard gehört oder gesehen habe in echt oder so. Master Suite, ja, okay, da müssen wir lang. Kann ich auch zumachen? Ja. Okay, das ist die Master Suite, da haben wir anscheinend gewohnt. Raucht die? Weil ich kann es ja hier anklicken, ansehen. Lucky Stars. Hießen die nicht an Lucky Strike oder so ähnlich? Okay, Zigaretten.
Das finde ich schon mal interessant, dass man sich so ein paar einzelne Sachen näher eingehen kann. Schade, leider kann man es nicht übersetzen. Das sind einfach irgendwelche wichtigen Dokumente, sagen wir einfach mal so. Ich finde, da haben sie ein bisschen gespart anscheinend. Dass man, wenn man sich so Sachen anschauen kann, nicht, dass man so, ich weiß nicht, wie bei... Ich glaube, das war auch bei der Vanishing of Ethan Carter, konntest du Leertaste drücken und dann hast du es deutsch übersetzt bekommen. Anscheinend ist es hier nicht der Fall. Obwohl, was die Leute da am Telefon sagen und sprechen und so, deutscher Untertitel ist. Das finde ich ein bisschen schade. What the hell? Da hat aber jemand gerechnet. Puh. Ein kleiner Mini-Albert Einstein, war. Was ist das? Streichhölzer. Wieso ist das auf dem Kopf? Drehen, wenden. Firefly Matches, also Firefly Leuchtkäfer Streichhölzer. Okay. Irgendwo muss ja auch hier ein Schlüssel sein. Aber bis jetzt habe ich hier noch keinen Schlüssel gesehen. Die Kopfbewegung ist genauso schwammig wie bei Dishonored 2. My room, also mein Raum, meine Regeln. Ich schaue mich trotzdem nochmal hier um. Kann ich auch ran? Ich kann das leider nicht randrehen, das ist so klein geschrieben. Also wer dem Englischen mächtig ist und sich die Mühe machen will, das zu übersetzen, was hier draufgekritzelt ist. Rachel ist krank. Rachel, das kann ich ein bisschen übersetzen. Ich liebe dich, Rachel. Das Leid ist überall. Mehr kann ich nicht übersetzen. Ich herze dich, Rachel. Rachel ist ganz hinter mir, okay. Da litt einer wohl anscheinend über Verfolgungswahn. Kann man das hier angucken, was da geschrieben ist? Wieder irgendwelche wissenschaftlichen Formeln und Sachen und Pipapo. Kann ich hier Schieber aufmachen? Nö. Warum auch? Was ist das denn? Eine Polaroid-Kamera. Alter, ist das alter Stuff. Uhuhu. Oh, das ist unser Zimmer anscheinend. Things here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Okay. Die hat Gitarre gespielt, war so ein kleiner Rockstar. Da ist ein Schlüssel. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Seltsames Telefon. Ja, typisch Mädchen-like halt eben, oder? Also so Revolution und wenn man sich hier so umschaut, ist es halt typisch Mädchen-Style. Bisschen Mädchen, bisschen Junge, weil Weltraum hier, Einhörner und so weiter da. Also eine Mischung aus beiden. Und eine gute Zeichnerin. Alter Finne. Kann man sich noch was anschauen hier? Was? Die Stray Cats. Recall in Memphis. Joe Divison. Cowboy Tunes. Okay, Pop Art. Also die hat wahrscheinlich so ein bisschen aufgenommen. Und Eishockey hat sie auch gespielt, wie es ausschaut. Ja, seht ihr, da hat sie nämlich so einzelne Trophäen. Schon cool. Aber ich sehe schon, Freunde, wir sind am Ende der ersten Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat das Spiel bis jetzt gefallen. Kommt natürlich noch einiges auf uns zu, denke ich. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Holy Diver 231. Zählen muss ich noch lernen, wie ihr merkt. Tschüss.